Okay. Das kriegen wir hin hier, ne? Oh shit, das ist wieder so ein Zweier-Ding, ne? Und das habe ich nicht mehr. Hätte ich das mitnehmen müssen? Oh, verdammt. Ernsthaft? Oh nein, es ist tatsächlich ein Zweier-Ding. Oh, wo habe ich das gelassen? Komme ich hier nochmal... Wo habe ich das Zweierding gelassen? Wisst ihr das noch? Ich muss mir das wiederholen. Ach so. Oh, leckt mich am Arsch. Okay. Steuerung für die Poller, ja. Ah! What the fuck? Was ist das denn? Oh Gott, das sind wieder so 4, 5 Skills, 3 Skills wieder auf einmal. Searcher! Mann! Boah, du willst es heute echt wissen, ne? Du willst es heute... Hangar? Wo komme ich denn hier raus? Ich glaube, das war hier, oder? Au. Okay, nein. Fertigungshalle. Okay, von hier komme ich. Bin ich denn jetzt hier? Jähres Pillenglas. Okay. Meyer Holding, Bestimmungsort, Meyer Vertrieb, 10 Carry Lane, bla bla bla. Artikel, mein... Oh, boah, Scheiße. Warum denn du? Boah, wo kommst du denn her, sag mal? Holy shit. Was? Ich will nicht essen. Hühneraugen, Gehirn oder Penis wäre besser. Ey, die Frau hat einen Schatten, oder? Die Frau isst lieber Hühneraugen, Gehirn oder irgendwelche Geschlechtsteile von Tieren anstatt Insekten. Findet den Fehler. Findet den Fehler. Ist hier irgendwas? Nee, schade. Ich hätte gedacht, dass wir hier... Okay. Pillendose Plastik 1000, Pillendose Plastik... Aufkleber Rolle 9, Reinigungsmittel 50. Bemerkung, gleiche Mops, Reinigungstücher, Fensterreiniger, Mop 1, Getränkebecher... Okay. Glad to see it's still good. Ja, das stimmt. Gleiche Mobs, Reinigungstücher, Fensterreiniger, Mob 1, Getränkebecher, Gebinde 30, Kaffeefilter, Gebinde 20, bevor mich der Escher. Muss ich mir das merken? Bin ich? Ich habe ja immer Hoffnung, dass hier irgendwelche Items drin liegen, aber ich glaube, das ist völlig unnötig, oder? Boah.
Oh, schade. It's blocked from the other side. Okay. Da ist der Hangar. Lüftungsraum, Verpackung. Komme ich auch nicht durch. Hier komme ich nicht durch, weil hier fehlt Strom. Komme ich hier tatsächlich nicht mehr zurück, damit ich mit dem V2 holen kann? Dann habe ich doch automatisch verloren. Also wie soll... Okay. It's blocked from the other side. Ja, hier komme ich auch nicht durch. Ich habe nur noch 2 Schuss. Ah. Oh, Gott sei Dank. Ich bin wieder zurück. Das ist der 3. Den brauchen wir aber, sonst funktioniert das Ganze hier ja nicht. Ist dieses... Oh, das Vieh ist ja immer noch hier. Lol. Aber mich kriegst du nicht. So. V2 habe ich. Da, 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 da. Okay, da komme ich ja nicht weiter. Hier brauche ich, glaube ich, auch ein paar V2, ne? Ah, ne, hier kann ich ja gar nicht. Ah, da komme ich vom Dach. It's blocked from the other side. Okay, da komme ich nicht weiter. Hab sowieso keine Muni mehr, von daher ist es dann auch egal. So, hier war das. I could plug a chip in there. Oh, fits perfectly. Geht die automatisch wieder zu, wenn ich... Ja, okay. It works. Oh, um Gottes Willen. Autsch. Boah! Okay, das war nicht gut. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Hatten wir hier noch irgendwo Leben? Nein. Nein. Batterien, Batterien. Oh shit, ich brauche Leben. Okay, ich hoffe, dass wir hier Leben finden. Bitte. Ansonsten bin ich gleich echt am Arsch. Rykocyblin. Pilzextrakt. Rykordea. Formel bla bla bla. Schmelzpunkt. 184 bis 185 Grad Celsius. Psychoaktiver Hauptinhaltsstoff des Trypozybin-Pilzes. Potenz hoch. Hat eine sedativ-hypnotische, beruhigende und halluzinogene psychoaktive Wirkung. Erosion und Wirkkraftverlust bei leichter Hitze. Stets gefroren halten. Ach. Oh, da ist er doch schon wieder. Da war er doch schon wieder, der Alte. Ich glaube, das Ding nehmen wir wieder mit.
Genau das Richtige für Boria. Selbstverständlich. Okay, hier ist, aber hier war auch nichts zu essen, oder? Da habe ich schon alles angesammelt, ne? Das sind alles Batterien. Alles Batterien, die ich nicht brauche. Ah, shit, 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 shit. Auch Batterien. Okay. Wir gehen mal wieder zurück und gucken. Gucken, was wir hier so anstellen können. Oh. Ah, hier haben wir. Okay. There's only so much I can carry. Sind alles Batterien? Warum? Ich brauche keine Batterien, ich brauche Nahrung. Aha. Oh. Okay. I don't want to move forward. Ja, recht dunkel hier. Aha. I could plug a chip in there. It fits. Okay, den nehmen wir natürlich wieder mit. Oh, ich kann. Ja, aha. Die laden wir natürlich wieder nach. Okay, ich muss hier längs. Alles klar. Was ist denn das? Rotmuni. Oh, Essen. Gott sei Dank. Yo. Zweiter Stock, Forschung und Entwicklung. Okay. Ja. It's a keycard reader. It looks new. Okay, Keycard wieder. Den brauchen wir dann ja sicherlich auch noch. Wird bestimmt für den Kartenleser sein, oder? Oder wo geht das hin? Ah, zwei verschiedene Schaltkreise, ich verstehe. Das wird dann wahrscheinlich der andere sein. Ja, ich mache die Taschenlampe extra nicht an. Es tut mir leid, aber. Ich bin ein Energiesparfuchs. Sagte der Streamer. Ah. Okay. Sesam, öffne dich. Er hat gespeichert. Er hat gespeichert. Liebe Leute, ich glaube, ich weiß, es ist hier gerade echt eine recht spannende Stelle, finde ich. Also hier jetzt so die ganzen Dinger rauszusuchen. Wir werden hier garantiert auch wieder. Okay. Hoppa. Machen wir das auch nochmal auf.
Wo führt der Schaltkreis denn hin? Ah, okay, der führt dann anscheinend auch zu dieser Tür. Okay, aber wir waren erstmal in diesem Raum. Ich gucke mich hier nochmal um und dann werde ich mal gucken bei der nächsten Speicherung. Müssen wir mal gucken, wie der Stand der Dinge ist und dann eine Schlüsselkarte. Dein Forschungsvorschlag ist äußerst faszinierend, Rosemary. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, elektromagnetische Strahlung via Funk in unsere Forschung zu integrieren. Falls du wirklich vorhast, das den hohen Tieren zu präsentieren, hast du meinen Segen. Steph. Rosemary. Was für ein schöner Einfall. Oh, ist das schön, Nahrung zu erhalten. Der dritte Stock ist für alle ohne Level 5 Freigabe gesperrt. Wer ohne entsprechende Legitimation im dritten Stock erwischt wird, erhält die sofortige Kündigung. Liste der Personen mit Zugangsberechtigung für diese Etage. Mr. Bird, Verbindungsmann. Mr. S. Hill, ich. Rosemary James, Dennis Nedray. Oder Ned Dry. Seth Brundell, J. McGrady, Sophia Dillator. Liste der Personen ohne Zugangsberechtigung für diese Etage. Fahrer, Gary, Bob, jeder sonst. Es sei denn, ich bin hier. Okay, und der Fahrer war ja der gute Max. Also den Albtraum, den wir hier gerade erleben, das ist ja von dem Fahrer, von dem guten Max. Habe ich das schon gelesen? Eine der Wissenschaftlerinnen, Rosemary James, hat einen interessanten Vorschlag bezüglich ergänzender Forschungsarbeiten präsentiert und darum gebeten, am Funkturm im Elysium State Park eine Forschungsstation einrichten zu dürfen. Ich würde sie normalerweise nicht mit einer solchen Anfrage behelligen, aber unsere mangelnden Fortschritte hier werden langsam besorgniserregend. Ich habe mir das Gelände angesehen. Eigentlich ist es Regierungseigentum, aber schon seit Jahren hat niemand das mehr betreten. Bitte um beschleunigte Freigabe. William Byrd, Verbindungsmann. Central Intelligence Bureau, Vereinigte Staaten. Okay, also hier geht wirklich viel Regierungsmüll ab. Ich bin echt mal gespannt, was das für Typen sind von der Regierung. Die sogenannten Man in Black. Könnten wir noch weitermachen? Ja, ein bisschen mache ich hier ja noch. Ein bisschen mache ich noch. Komm. Weil es so lange her ist mit dem Stream. Ein bisschen mache ich noch. Hier haben wir jetzt alles abgegrast. Dann gehe ich jetzt mal ins Büro von Mr. Hill. Okay, aber hier hat er jetzt gespeichert. Lieber Plugins, das tut mir leid. Hier hat er jetzt gespeichert. Ich muss auch ein bisschen meine Stimme schonen. Das Problem ist, dass ich halt so lange nicht mehr gestreamt habe, dass meine Stimme halt doch ein bisschen schneller versagt. Das tut mir echt leid, liebe Leute. Ganz vergessen, die YouTube-Aufnahme zu starten, meine Güte. So, nochmal. Mr. Hill, aufgrund der empfindlichen Natur des müssen Sie es in Ihrem neuen persönlichen Safe aufbewahren, bis jemand aus dem Nebenforschungsteam es abholen kann. Der Standardcode des Safe ist Legen Sie unter keinen Umständen etwas in den Safe, ohne vorher die Kombination zu ändern. Danke, der Vogel. So, was Max angeht, damit ich das richtig verstehe. Sie haben ohne sorgfältigen Background-Check einen Fahrer eingestellt, der ein unserer Lieferwagen mit wichtiger Fracht zu Schrott gefahren hat und dann noch seiner rechtmäßigen Kündigung mit seinem eigenen Truck in den Steinbruch gerast kommt und seinen Job zurückverlangt? Das nenne ich Versagen auf ganzer Linie. Ist Ihnen klar, dass Ihre schlechten Entscheidungen die gesamte Anlage in Gefahr gebracht haben? Er hat Gary aus der Elektrik den Kiefer gebrochen, nur weil er ihm im Weg stand. Max Nagard ist nicht das Salz der Erde, er ist Dreck. Es fällt mir schwer zu glauben, dass irgendjemand in dieser großen, weiten Welt diesen Geistesgestört mag. Aber das spielt keine Rolle. Kümmern Sie sich um ihn. Oh Mann, ja. Der Max hatte echt extreme Wutprobleme. Gut, den Code, den kennen wir natürlich jetzt nicht. Von wem war denn der Code? Von Mr. Hill? Nee, danke, Bird. Von Bird. Bird, vom Vogel. Ist hier irgendwo vielleicht ein...
aber die Sozialversicherungsnummer von dem Max Nagert als Safe Code genommen hat, die 4044. Das kann ich mir kaum vorstellen. Shit, Alter. Boah, das geht ja schon wieder gut los hier. Direkt einen Jumpscare bekommen. Shit. Oh Mann. Moin, ich lurk hier rum, muss Essen machen. Oh, Monkey. Monkey Bear. Ja, dann mal frohes Kochen. Oder grillen oder was auch immer du vorhast. Frittieren, grillen, kochen. Was auch immer. Ich hoffe, es wird gut schmecken. Du ziehst das durch mit der Unterhose, finde ich gut. Ja, natürlich. Monkey. Selbstverständlich. So, Central Intelligence Bureau, Vereinigte Staaten von Amerika. Agent Bird. Okay, unser Vogel ist ein Man in Black. Ihr Bericht über den Zwischenfall ist höchst besorgniserregend. Dass das Transportschiff unter ihrer Aufsicht konnte, lässt uns an ihren Eignungen für den operativen Dienst zweifeln. Ob nach der 30-jährigen Inaktivität erfolgreich wiederbelebt werden kann, hängt von ihrer Fähigkeit ab, sich in Zurückhaltung zu üben. Darum wurde Milton Haven als auserkoren. Welche 30-jährige Inaktivität? Die von ihnen unternommene Schadensbegrenzung räumt unsere Bedenken nicht aus dem Weg. Es muss nur ein einziger Wichtigtour mit Kamera und schon verbrennen wir uns die Finger. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor die Auswirkungen auf zeigt. Wir haben eine Deckgeschichte vorbereitet, die uns jedoch nur begrenzt viel Zeit verschafft, bevor die hiesigen Medien anfangen, zu viele Fragen zu stellen. Sofern sie nicht die nächsten fünf Jahre in einer unserer gesicherten Anlage verbringen möchten, empfehlen wir ihnen, Ergebnisse zu liefern. Bald! Okay, wer auch immer das geschrieben hat. Das Problem ist, dass wir hier jetzt eigentlich überhaupt keine... wir müssten eigentlich an den Safe kommen, aber... Sollte mal nachladen. Wir haben absolut keine weiteren... Gegenstände oder Informationen oder... Ich muss einfach mal gucken. Wo läuft denn der Mist hin? Zu irgendeinem Generator? Nein. Okay, das ging nur bis hier. Obwohl das ein V2 war. Die haben ja auch schon alles rausgeholt. Da geht's noch weiter. Aber hier brauche ich ein V3, glaube ich, ne? Schauen wir uns mal an, wo das alles hinführt hier. Hier ist auch noch einer. Okay, hier brauche ich den Paul. Ah, okay, ich verstehe. Den kann ich wieder mitnehmen. An die Stelle muss anscheinend der V3 rein. I can plug a chip in there. Oh, fits perfectly. Genau, der V... Alles klar. Dann halt den V2 zuerst. It works. So, der sollte jetzt durchgehen, ne? Ja, perfekt. So, dann... Got it. Ich brauche noch den anderen. Oh, wo hab ich den dritten denn jetzt? Wo hab ich denn jetzt den anderen? Oh shit. Wisst ihr das noch? Wo ich den anderen gelassen hab? Keine Ahnung. Hm.
Ist der V3 noch... Der ist noch ganz draußen, oder? Ist der nicht noch in dem anderen Bereich? Wo uns so viele Gegner begegnet sind? Nee, der steckt hier, ne? Hier steckt der V3. Aber wenn ich den rausnehme, dann kann ich den Stab, den Fahrstuhl nicht mehr benutzen. Hatten wir nicht noch einen V4? Ich nehme den mal mit. Einfach zur Sicherheit. So. Existiert das Vieh noch? Nee, ne? Doch, das fährt da hinten rum. Nee. Ohne Mia. So, hier müsste der andere, glaube ich, drin stecken, ne? Meine war hier. Nein. I could plug a chip in there. Nee, hatte ich nicht. Hatte ich hier keinen drin? Waren das schon alle, die wir hatten? Hatte ich nicht noch einen V4? Ach Gott, wo stecken die ganzen Dinger? Too much for one man. Es ist zu viel für einen Mann. Glaube ja kaum. Warte. Können wir die aufladen? Nee. Okay, wisst ihr noch, wo der andere steckt? Das sind nur die Kästen. Hier steckt überhaupt keiner. Und in den dreien steckt keiner drin. Dann gucken wir nochmal, was hier so abgeht. Ob ich den hier reingelegt habe. I could plug a chip in there. Nein. Nein. Und hier steckt ja auch keiner drin. Okay, nee. Es sind tatsächlich nur die drei. Ich meinte, wir hatten noch ein 4V. V3 war höchste, oder? Okay. Dann können wir den V3 tatsächlich nicht mitnehmen. Weil ohne den können wir den Fahrstuhl nicht benutzen. It's blocked from the other side. Ja. Okay. Das ist ja ärgerlich. Und ich brauchte auch unbedingt einen V3, ja. Geht leider nicht anders. Sonst können wir den Fahrstuhl nicht benutzen. Und dann kommen wir nicht ins Labor. It's blocked from the other side. Ja, es ist blockiert. It's locked. Boah, jetzt habe ich mich kurz erschreckt. Was ist denn das? Ein V2. Okay, dann hol ich. Ich nehm die jetzt nochmal alle mit hier. Wo waren das? Nee, Verpackung war es nicht. Oh, moin moin, Psycate, herzlich willkommen. Fischvogel, hallo. Willkommen, hallo, ich finde deine Mütze cool. Ja, danke. Allerdings muss ich dazu erwähnen, dass es keine Mütze ist. Das ist eine Boxershorts. Okay, den habe ich auch mitgenommen. Das ist die gute Boxershorts. Oh. Nee, hier war ich falsch. Ah, wo ging das noch längs? So verwirrend hier. War das hier? Hier, okay. No luck. Kann ich auch noch einen reinpacken. Dunkel. Ah, wie geht's euch beiden? Wie geht's euch beiden? Fischvogt, Psycate.
Ich hoffe, euch geht's gut. So, ich habe die jetzt alle im Inventar. Oder? Nee, den dritten, den Dreier ja natürlich nicht, weil, ne, geht nicht. Höchstens du bekommst einen Treppengang frei runter zum Aufzug. Das steht ja von anderer Seite blockiert. Ja, ja. Okay, ich werd mal gucken, was ich hier gleich öffnen kann. Die eine Tür, die habe ich, glaube ich, noch nicht geöffnet. Das war hier, oder? Eigentlich ist das hier gar nicht so verwirrend, aber... Okay, nein, hier war es nicht. Hier war es auch nicht, ja. Schon wieder falsch gelaufen. Alles top und selber, ja, mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Hat auch pünktlich Feierabend. So. Den V2 brauchen wir hier, ne? Could plug a chip in there. Got it. Okay, er speichert. Hier wird gleich irgendwas Böses passieren. Was war das? Oh, da ist er doch. Ja, ich wusste es. Oh, du Hund. Oh. Echter. Ah, okay. Uiuiui. Muss man ja wieder umdenken hier. So, einmal leuchten. Mich da doch. Funktioniert. Funktioniert wieder perfekt. Ah. Also dieses Springen in diesem Spiel ist grauenhaft. Gott, wenn der gleich angeht, ne? Ich wusste es. Geahnt. Ich hab's geahnt. Ach, ganz okay, danke der Nachfrage. Dass das eine Unterhose ist, wusste ich. Achso, ja. Ja, das ist der neue Trend, den der Music Monk eingeführt hat. Und ich werde den natürlich auch mitziehen und etablieren. So. Oh nein. Oh, Schächte erinnern mich immer so an Nightmare House 2. Die sind mir echt nicht geheuer. Ja, ich wusste es. Okay. Hulke, moin moin. Willkommen zurück zum Insound Mind Horror. Wir gehen hier gerade durch die Schächte. Achso. I could plug a chip in there. Success. Da lag immer noch der Schlüssel. Verbrennungsraum. Okay, wir haben den Schlüssel zum Verbrennungsraum. Verbrennungsanlage. Das müsste denn ja. Fits perfectly. Jawohl. Okay, wir kommen voran, liebe Leute. Wir kommen voran. Wieder eine Zwischenspeicherung, das freut mich. Ein paar Batterien sind immer schön. Was haben wir hier? Leuchtmuni. Hulke, ich hoffe auch du bist gut in den Montag gekommen. Bist gut in die Woche gestartet. Blim, blim, blim. Wo geht's hier lang? Run. Was? Nee. Alleine run. Was ist... Achso, ja, scheiße, ich muss Sixfire ja noch anmachen. Warte. Hoppa. Okay, kleinen Moment. Das machen wir mal eben schnell. Ich
habe Dexbar ganz vergessen. Das stimmt. Das stimmt. Gut, dass ihr mich daran erinnert. So, dann kann ich ja noch mal einen Schluck aus meiner Schüssel nehmen. So. Ihr seht schon, ich bin fast Partner. Mir fehlen nur noch 95 Punkte. Dann habe ich den Partnerstatus bei Dixbar. Wir nehmen natürlich Gaming. Er connected. Er ist connected. Sehr schön. So, Dixbar ist an. Ne Scheiße, da soll ich da nicht runter, oder? Soll ich doch nicht ernsthaft runter? Boah. Soll ich da ernsthaft runterspringen? Ich wüsste aber sonst auch nicht, wohin. Ah, was ist das denn da? Ah, hier ist der Kontrollraum, ne? Aber... Nee. Nee. Da ist ein Schacht. Ich habe einen Schacht gesehen. Haha, jetzt. Wo bin ich denn hier überhaupt? Sie sind hier. Okay, super. Erdgeschossverarbeitung. Jetzt kann ich den... Oh, okay. Juhu! Wir haben unseren V3-Chip. Erster Schock, Befestigung. Okay, sehr schön. Das freut mich. Ah, hier bin ich. Okay. Ja, wow. Super. Na klar, noch ein paar Raumschiffe in Hardspace abwracken, dann zum China-Buffet essen gehen. Läuft der Motor. Wow, sehr, sehr lecker. Ein schönes All You Can Eat. Das freut mich doch, das freut mich doch. Ich war letztens bei mir in Hamburg hier zum Ramen-Essen. Wir haben hier nämlich einen richtig geilen Japaner Ramen-Store. Also der macht auch nur Ramen. Schmeckt super geil. Auf dem Buffet hätte ich auch mal wieder Lust. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Schön beim Mongolen. Gibt's ja auch noch exotische Sachen. Warte mal. Ich laufe schon wieder völlig falsch, ne? Ich bin schon wieder völlig falsch. Muss hier lang. Ja. Ja. Weiter Stock, Forschung und Entwicklung. So, dann packen wir hier hinten erstmal den V3 rein. So einen Rahmenshop hätte ich auch super gern hier, aber haben wir leider nicht. Muss mir meine immer selber kochen. Oh, okay, aber das wird ja garantiert dann auch sehr, sehr gut schmecken. Rahmen habe ich tatsächlich noch nie selber gemacht, habe ich mich noch nie so richtig angetraut. Weil das ja auch richtig mit einer Brühe aufkochen und so, das ist ja gar nicht so einfach. Fits perfectly. So. Die Chipkarte haben wir auch schon. Perfekt. It's a keycard reader. Oh, ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Rainbow could be possible.
Okay, der heißt tatsächlich Regenbogenmann. Rainbow. Ich glaube, damit ist er die ganze Zeit gemeint, oder? Oh, Essen. Ich liebe Essen. Central Intelligence Bureau, Vereinigte Staaten von Amerika. Agent Rainbow weist folgende Zusammensetzung auf. Erstens, Tripozolinpilz in verflüssigter Form. Zweitens, Xanagrafozol, Stimulanz des zentralen Nervensystems. Drittens, Metamin, Sedativum. Das Metamin kann man garantiert auch anders nutzen. Vergangene Experimente führten zu Reaktionen wie Amnesie, Hysterie, Psychosen, Halluzination. Siehe Referenzmaterial BZ Ultra, die Montauk-Akten. Freigabe erforderlich. Muss ich mir das merken mit den, Tritizipilinen und so? Welche haben wir denn? Ah, wir haben das Pilzextrakt. Tryptotypin. Aha. Tryptozybin-Pilz in flüssiger Form. Das ist als erstes. Oh, okay. Aber wir müssen ja rein theoretisch eigentlich noch mehr finden, oder? Haunted? Oh nein, hier ist das Haunted. Put away. Denied. Das hört sich alles nicht so cool an. Oh, was haben wir da gefunden? Eine zweite Pille für unsere Ausdauer. Oh, List. Dritte Pille. Unsere List hat sich erhöht. Ist das Schleichen? Dass wir besser schleichen? Oder was hat das mit der List auf sich? Ich weiß das nicht mehr. Oh, nochmal B. Sehr schön. Formular zur Materialanforderung. Datum 1. Februar 1997. Auftragsdatum 173295. Standort SA. Antragsteller J. McReady. Empfängerabteilung Nebenforschung. Für Projekte benötigter Inventarartikel. Bestand, Menge, Artikelbeschreibung 200x5 Agent Rainbow Restbestand. 200x10 Trübnelextrakt. Unterschrift des genehmigenden Abteilungsleiters. Der Agent Rainbow wurde hier also gezüchtet, der Typ, der uns hier die ganze Zeit... So, ja, nee, glaube ich nicht. Jupp, wäre auch was für mich und ein guter Rahmshop braucht nichts anderes im Angebot. Das müssten die drei Sachen sein für das Rohrrätsel. Ja. Das vermute ich auch sehr stark. Allerdings haben wir ja bisher nur eine Pille gefunden. Aber ich bin wirklich froh. Also wir haben mehrere Rahmstores hier in Hamburg. Aber gut, ist halt Hamburg, ist eine Millionenstadt. Ne? Wenn wir keinen Rahmstore hätten, das wäre schon komisch. ich wette noch ein so ein Ding, also mindestens ein so ein Ding wird wahrscheinlich auch ein Tresor sein. Okay, Labornummer X, bla bla bla, Testberichtnummer, eingerichtet, 97, analysierte Probe, Xanagrafozol, Verbindung. Okay, das brauchen wir ja noch. Probenummer, Beschreibung der Probe, Charge, zugegeben, Absorptionsmittel, Ergebnis, mentaler Zusammenbruch, gefolgt von Herzstillstand, Versuchsobjekt wurde entsorgt. Schön. Zugabe von Absorptionsmitteln, Subjekt A, ACH-Level im Gehirn, Ergebnisse, psychotischer Ausbruch, gefolgt von schwerer Hirnblutung, Versuchsobjekt wurde entsorgt. Versuchsobjekt erschien zunächst rezeptiv, fiel jedoch kurz darauf in einen katatonischen Zustand und wurde entsorgt. Huch. Oh. Mein Bild ist gerade ausgegangen. Warum ist mein Bildschirm? Okay. Geht wieder. Rezeptiv wurde entsorgt. Analyse. Xanagrafozol ist in dieser Phase noch immer instabil und seine Wirkung auf das zentrale Nervensystem ist unvorhersehbar. Weitere Tests sind erforderlich, bevor wir mit Menschenversuchen beginnen können. Rosemary James, wissenschaftliche Forschungsspezialistin. Dennis Nedray, technischer Leiter. Seth Brundle, Projektmanager, Laborleiter. Okay, der Dennis Nedray, technischer Leiter. Hier stand doch gerade auch irgendwo noch eine Nachricht, oder? Was ist das denn? Put away, haunted. Put away, denied. Warn everyone. Immoral, denied. Mehr gibt's hier nicht.
Wert aus irgendeiner Zahl... Wird irgendeine Zahl ein Code enthalten? Weil hier haben wir auch nichts. Ich habe nichts übersehen, oder? Ich glaube, ich habe nichts übersehen. Hier irgendwie Chinsu. Kann an die Maschinen hier, kann ich auch nicht ran. An die Rekorder. Hier liegt noch eine VR-Brille. Oh, wo komme ich denn noch mal? Ich kann mir die Dinger doch bestimmt noch mal durchlesen, oder nicht? Sammle alle Pillen in der alten Fabrik. 7 übrig. Finde Borecus im 2. Stock. Finde Bolepo-Pheromon-Mixtur im Erdgeschoss. Okay, also hier im 2. Stock ist es wird hundertprozentig der Safe sein. Aber... Warte, ich muss mal kurz in die Steuerung gucken. Ich muss mal kurz gucken, wo hier... springen, ducken, vorherige Waffe, Inventar, Tab I. Okay, das habe ich... gibt es hier nicht irgendwo Protokoll oder irgendwie sowas? Ne, anscheinend nicht. Okay, anscheinend nicht. Muss ich mir das echt abfotografieren? Bin nämlich wirklich unschlüssig, ob irgendeine Zahl davon überhaupt den Code bedeuten kann. Weil hier war, glaube ich, kein Code, oder? Nee, hier ist alles geschwert. Ja, der Standardcode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Ziffern, würde ich jetzt mal behaupten, dass jeder Strich für eine Ziffer stehen soll. War hier vielleicht was drin? Nein. Weil da gab es ja, glaube ich, eine siebenstellige Zahlreihenfolge, oder? Auf so einem Blatt, in dem, wo wir eben waren. Okay, hier ist keine. Auch nicht. Na gut. Dann gehen wir mal wieder in den anderen Bereich. Geh mal stark davon aus. Muss ich nur noch den Zettel finden, welcher das war. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sind nur 6 Ziffern. Hätte jetzt gedacht, dass die Auftragsnummer vielleicht der Code sein soll, aber es sind nur 6 Ziffern. Welche Probe war im 2. Stock? Okay, das ist alles nur die gleiche Probe von Xanagrafozol, ne? Das, was wir schon haben. Nee, stimmt gar nicht. Das Pilzextrakt haben wir doch schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind auch nur 6 Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, auch 6 Zahlen. Das sind alles immer nur 6 Zahlen, keine 7. 1, 0, 3, 1, 9, 9, 7. Ist das hier wirklich so ein Try-and-Error-Ding oder was? Weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich hin sollte.
Wo ist mein Handy? Ich fotografiere das einmal ab. Einmal die Zahl da oben. Die anderen Zahlen sind zu wenig. Boah. Alter. Oh, so laut auf meinen Ohren. Herr Psycate. Bitte erschrecken Sie mich nicht so. Dann nehme ich noch. Nehme ich die Zahl nehme ich auch noch mit. Falscher Knopf. Haben wir hier sonst noch irgendwelche Schreiben? Wo irgendwelche komischen Zahlen draufstehen? Nein. Natürlich nicht. Ja. Ich werde es einfach mal versuchen. Ich glaube tatsächlich, es wird nicht funktionieren, aber... Weil ich muss die W-Scheibe ja auch noch in so rechts und links drehen. Ich glaube nicht, dass das die Codes sind. Das wäre unlogisch. 1 7 3 Oh, okay. Sind das doch nur 4 Zahlen? 1, 7, 3. Okay, wir haben jetzt... Also die 173 scheint ja schon mal richtig zu sein. Aber ich weiß natürlich auch nicht, ob das jetzt irgendwas... ob das wirklich was zu bedeuten hat hier mit links und rechts. Das kann ich probieren, wie ich kann ich ja ein bisschen Unendlichkeit probieren. Weil die ganzen Zahlen, die ich hier stehen habe, die zählen dafür auch nicht. Ich muss den Code bestimmt irgendwo anders finden. Kann ich auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, da liegt auf jeden Fall so ein Ding wieder drin. Das hier vielleicht irgendwo an der Wand? Auf dem Boden oder so? Warte, stand da hinten irgendwas? Ah! 8136. Eins, drei. Oh, sehr schön. Warum haben wir denn jetzt zweimal davon? Also einmal Ricordea und Ricus. Das sind sogar noch zwei verschiedene.
Okay. Oh, Rätsel gelöst. Okay, ich hab's alleine geschafft. Pilzinstrakt Ricos, Formel bla bla bla. Schmelzpunkt 151 bis 152 Grad Celsius, anhydrisch. Monohydrat, Potenzmittel, natürlich vorkommende psychoaktive chemische Verbindung des Trypozibin-Pilzes. Starkes Neurotoxin, nicht selektiver Glutamat-Rezeptor-Antagonist. Zur optimalen Extraktion der Verbindung trocken und bei Raumtemperatur lagern. Dann müssen wir jetzt nur noch ins Erdgeschoss, ne? Ab ins Erdgeschoss. Ich nehme mal wieder die ganzen Dinger hier mit. Brauchen wir ja jetzt nicht mehr. So. Damit wir nicht wieder hier hoch müssen. Die ganze Zeit Schiss, dass dieser Regenbogenmann hier plötzlich wieder um die Ecke kommt und mir einen halben Herzinfarkt beschert. Oh, achso, das bleibt sogar auf. Okay. Ah, dann gehen wir mal nach unten. Wir müssen ja jetzt hier irgendwie nach unten kommen. So, was? I can plug a chip in there. Fits perfectly. Ich will nur mal wissen, was das bringt. Wo kommen wir da hin? Ach so. Okay, hier gehen wir wieder. Ja, alles klar. Okay. Ist jetzt natürlich, sollten wir dahin? Kommen da immer noch nicht rein. Die einzige Tür, die noch geblockt ist. Wir sind ja jetzt im Erdgeschoss. Das heißt, wir müssen irgendwie hier rüberkommen. Wir müssen irgendwie hier hinkommen. Room for a small object in there. Oh, come on. Okay, die sind das nicht. Plack die mal da oben rein. Ja. There's a small slot for a vial here. Wie war denn das jetzt nochmal? Shit. Das Abgriff fotografieren müssen. Aber wir haben hier nur eins. Das war als erstes, ne? Oh, come on. Ach so, okay. No dice. Okay. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, muss das nach oben? Okay, sieht gut aus. So. Der sieht auch gut aus. Der schaut auch gut aus. Ich bin mir wirklich unschlüssig, ob wir die nach oben oder nach unten schalten sollen. Da bin ich mir wirklich so gar nicht sicher. Besorg erstmal das dritte. Ja, würde ich auch sagen, ne? Würde ich auch sagen. Wir holen uns erstmal das dritte. Bevor ich hier rumhantiere. Überall voll. Das Problem ist ja. Wie? Wie kommen wir dort hinten in die Verpackung? Können wir hier schon irgendwas machen? Im Schutzraum im ersten Stock.
Wo ist denn der Schutzraum? Wir sind hier. Hier ist das Kühllager. Hangar. Verarbeitungs-, wo ist denn der Schutzraum? Ist der gar nicht aufgezeichnet? Müsste doch eigentlich irgendwo hier sein, oder? Lüftungsraum, da waren wir. Da mussten wir hochkrabbeln. Hier kommen wir nicht rein. Genauso wenig, wie wir dort reinkommen. Hier ist der Hammer. Verbrennungsanlage, Labor. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der Schutzraum ist. Weißt du, dass ich den aktivieren kann, den Gabelstapler? Ich leider nicht aktivieren. Wir sind ja gerade im ersten Stock. Wir auch schon. Okay. It's blocked from the other side. Welche durch? Essen ist immer schön. Rettungsraum. Hier geht's wieder zum Hangar. Ich hau hier direkt mal den Pow-3 rein. Und dann gucken wir mal, was uns das gebracht hat. Ist echt dunkel hier. Super. Das war ja grandios. Das war ja grandios. Hier noch irgendwas? Oh. Liegen ganz viele tolle Sachen. Aber nicht das, was wir brauchen. Der Froschi. Herbert, moin moin. Wie geht's dir? Wie geht's, wie steht's? Willkommen zum Insta und Mind Horror. Allerdings stehe ich hier gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, wo ich hin soll.
Wo führt denn der Mist hin? Der öffnet die Tür. Das öffnet die Tür. Und wir öffnen nochmal. Wir öffnen nochmal das Kühllager. Weil hier war ja nichts, ne? War ja überhaupt nichts. Hier hatten wir ja das andere Teil gefunden. Nee, das bringt alles nichts. Gut, gut. Ja, das freut mich. Das freut mich. Okay, ich bin hier jetzt wirklich alles abgelaufen. Hochofenraum. Aber hier im Erdgeschoss war ich noch gar nicht, ne? In der Verarbeitung. Komm ich dann da nochmal hin? Ich suche den dritten Gegenstand. Hier ist Verpackung. Wie kam ich denn nochmal nach unten? Das war, glaube ich, hier, oder? Ja. Oh, ernsthaft? Oh, okay. Ja, alles klar. Was? Wo ist mein Schrot? Das hörte sich überhaupt nicht gut an. Das hörte sich wirklich überhaupt nicht gut an. Oh, da ist auch ein Riesenloch drin. Eieiei. Ich glaube, wir werden hier gleich ein größeres Vieh begegnen. Oh, leck mich am Arsch. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Da bist du. Oh nein, das ist das. Nein, das ist das. Nein, nicht auf. Nein, oh Gott. Warum denn diese Scheißvieh? Kann ich das damit zerstören? Aber ich glaube nicht, ne? Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich betätige die jetzt einfach mal alle. Was auch immer ich hier machen muss. Okay. Ah. Nein, 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 nein. Oh Gott, nein. Nein, oh. Oh, was war das denn gerade da? Übergabeprotokoll für Sicherheitsbehälter. Bei Erhalt eines Sicherheitsbehälters ist dieser ins Beförderungszentrum zu überbringen. Stellen Sie den Behälter auf das Förderband und leiten Sie ihn mit Hilfe der Bedienelemente in den Schutzraum. Achten Sie darauf, den Sicherheitsbehälter nicht versehentlich in einen anderen Bereich der Anlage zu befördern, da dies die Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses bedeuten würde. Jeder Sicherheitsbehälter enthält empfindliche, firmeneigenes Material. Schützen Sie es, falls nötig, mit Ihrem Leben. Das wird der Sicherheitsbehälter sein. Okay, wo ist der Schutzraum?
Die Arbeit an eurem Schutzraum ist abgeschlossen. Wenn ihr den Schalter betätigt, dürfte die abgegebene elektromagnetische Energie ausreichen, um das Magnetschloss zu öffnen. Warum ich einen alten Sprengraum in einem Raum umfunktionieren sollte, in dem ihr Dinge öffnen könnt, ist mir ein Rätsel. Ihr seid echt verliebt in eure Protokolle. Gary aus der Elektrik. Okay, irgendwie muss ich das denn hier rein verfrachten, oder? Okay, jetzt muss ich denn hier rein verfrachten und dann... Okay, das Teil muss anscheinend hier durch. Das Band läuft nach da. Das muss hier auf jeden Fall oben längs. Den einen Schalter habe ich denn hier ja schon mal richtig gelegt. Okay, verfolgen wir das Ganze mal. So, das geht hier rein. Dann geht das da drunter. Messi. So, das läuft hier weiter. Dann geht das hier rein. Läuft hier weiter, weiter, weiter. Die muss hoch. Oh, hier würde das stecken bleiben, ne? Eieieiei. Oh. Weil, was passiert denn, wenn er... Ach, da geht er hier unten längs. Okay. Ja, du stehst da jetzt ganz doof. Rodeo-Clown. Gerade eine Errungenschaft freigeschaltet mit Rodeo-Clown. Ah. Okay. Also wir kommen auf jeden Fall hier an. So, und dann geht er hier durch. Delicious. Krieg ich den irgendwie hier nach oben? Okay, dann geht er hier nach oben. Hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Komme ich nicht. Hier durch, hier durch, hier durch. Ich glaube, ich hab's, oder? Oh nein, ich sehe nichts. Oh shit.
Oh. Kurzes Hello. Moin, moin, Leichi, hallo. Herzlich willkommen. Auch wenn es so kurz sein sollte. Ich glaube, jetzt sollte das passen, oder? Ich glaube, jetzt sollte das passen. Ich versuche das mal. Wir versuchen das mal. So, ich fahre mit dem Ding mit. Ja, danke. Der letzte war falsch, meinst du? Da bleibt es hängen. Oh, okay. Ja, mal gucken. Ich werde mal gucken. Also wir fahren jetzt hier einmal lang. Dann hier einmal komplett hoch. Dann geht das hier runter. Dann geht er hier längs. Dann geht er hier nach oben. Oh, scheiße, das Ding. Geht hier lang, geht hier lang, geht hier lang, geht hier lang. Geht hier lang, geht hier lang, geht hier lang. Geht denn geradeaus weiter? Nee, es müsste alles frei sein. Müsste alles frei sein. Mal gucken, wo das Teil ist hier. Ja. Oh, nein, nein. Hilfe. Okay, ich glaube, das sollte funktionieren. Ah, das heißt hier. Ja. Sieht gut aus, Leute. Und dann müsste es hier reingehen. Das haben wir ja doch schneller gelöst als gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so schnell gelöst bekomme. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Tschüss. So, jetzt natürlich die Frage. Okay, es ist grün. Aha. Oh, warte, da ist ein Zettel dran. Belobo. Oh, okay, das ist die Potenz sehr hoch. Potentes Aggregationspheromon, das nur in 7% aller bekannten Käferarten Celeoptera vorkommt, speziell bei Arten aus dem zentralen Amazonas-Waldgebiet. In ihrer reinsten Form besitzt die chemische Substanz einen Aggregationseffekt auf andere Spezies außerhalb ihrer eigenen Käfergattung. Die Beschaffung dieses Pheromons ist hochgradig illegal, ganz zu schweigen von seiner Ausfuhr aus dem Bundesstaat Amazonas. Die Mischung scheint sich bei Kontakt mit Agent Rainbow in flüssiger Form zu verflüchtigen. Aufbewahrung nur in versiegelten Behälter, sofern kein fachgerechter Umgang mit der Substanz gegeben ist. Ja, natürlich, wir sind Fachmänner. Wir machen das einfach. So. Okay, wir haben alle. Jetzt heißt das zurücksprinten.
Weil ich will mich... Ich will mich gar nicht lange mit dem aufhalten hier. Wo ist denn der Typ? Da hinten ist er. Dann laufe ich hier lang. Na, ich bin schneller als du. Und tschüss. Ja, ich lauf weg. Ich lauf weg, Max. Ich glaube, dieses Ding sollte, glaube ich, Max sein, oder? Weil der ist auch so aggressiv. Er hat auch völlig Aggressionsprobleme hier. Oh, Gie. Den erst, wenn es da durch ist, oder? Bla, 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 bla. Okay, haben wir. Herzlich willkommen, Fabio. Auch dir, hallo, hallo. Alter, ich stand in der Küche und hab mich erschrocken. Ja. Ja, der war auch echt nicht ohne. Der war auch echt nicht ohne. Wo war denn das jetzt noch? Hier, oder? Ja. Okay. Hier war, glaube ich, noch Muni. Ja, sehr schön. Okay, dann gucken wir mal, wie wir jetzt auch die Ventile drehen müssen, wie wir die schalten müssen. There's a small slot for guide. Okay. Ich drehe die erstmal alle nach oben. Mal gucken. Weil wir sollen... Ich bin mir da wirklich überhaupt nicht sicher, ob das nach oben der richtige Weg ist. Der geht dort längs, der geht dort längs. Das ist schon richtig. Der geht nach da und dann nach oben. Das scheint aber nicht richtig zu sein, oder? Nach oben scheint nicht richtig zu sein. Oder muss ich da noch irgendwas machen? Weil eingestellt sind die ganzen Dinger hier. Muss ich im Schaltraum noch irgendwie auf den Knopf drücken? Hier fehlt doch noch was. Warte mal. There's room for a small object in there. Oh God. Ich glaube, ich hätte das doch nach unten drehen müssen, ne? Ja. Ja, sieht sehr danach aus, dass das alles nach unten drehen muss. Waren hier oben irgendwelche? Nee, ne? Okay. Fabio, ich hoffe, es geht dir gut. Moment. Kann man hier irgendwie erkennen? Kann man durch den Spiegel sehen, wo die Rohre hin verlaufen? Nee, leider nicht. Ah. Aha, okay. Ach, zum Glück gibt es Indikatoren. So, endlich Zeit, um richtig zu gucken. Ach, ist ein Kleiner im Bett. Hast du ihn gerade ins Bett gebracht? So, ja, das hörte sich schon gut an. Oh, warte, da muss ich die anderen erstmal schalten. Ja.
Warte, irgendwas fehlt hier. Ich hab sie. Das sieht gut aus. Bling, bling. Es macht überall bling, bling. Monster scheinen sie zu mögen. Ich kann's ja mal versuchen. Ernsthaft? Pille werfen, Pille nehmen? Ich kann... Verwende Körperpillen, um den Stier zu zähmen. Oh. Bierchen, ich komme. Oh, da ist doch wieder der Regenbogen, Mann. Oh. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nur rückwärts gehen. Schön. Oh, Leichi. Ihr haut hier immer direkt 3 Skills rein. Unfassbar. Wie lange laufen denn noch? Ah, ist ja gleich vorbei. Nein, das noch nicht, aber endlich mal hinsetzen, essen und gucken. Oh ja, guten Hunger. Guten Hunger auch dir. It's blocked from the other side. Was gibt's denn Feines bei euch? Und was gibt's denn überhaupt Feines beim Music Monk? Hat ja noch gar nicht erzählt. Muss ich die Pille jetzt wirklich einwerfen, damit ich hier wieder rauskomme? Bestimmt, oder? Ich würde die Pille gerne verwenden, um den Stier da zu fassen. Ich nehme sie. Ach so, okay. Oh. Ich hab nur noch eine Pille. Kann ich die nicht wieder aufheben hier? Ich würde die Pille gerne wieder aufheben. Ich hab nur noch eine. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Ach so. Wie viele Pillen kann ich denn mitnehmen? Ich mach einfach mal ein paar, ne? So sicherheitshalber. Okay. So, dann werfe ich die Pille mal hier hin, in der Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert. Das hört sich nicht gut an. Au. Autsch. In der Hoffnung, dass hier irgendein Item drin liegt. Nein. Doch. Oh, ja. Tatsächlich. Nochmal Pillen, die ich nicht mehr brauche. Okay. Holy. Ich musste gar nicht so viele herstellen. Mit Körperpillen können Gegner angelockt werden. Körperpillen können auch deine Werte erhöhen und Gesundheit wiederherstellen. Oh, tatsächlich? Wo sind die Pillen? Ah. Ich brauche ein bisschen AP, deswegen hole ich mir jetzt mal ein paar Pillen rein hier. So, hier lag ja auch noch eine, ne? Kann das mal bitte weggehen hier, dieses... Ach, auf Zeit. Okay. Dann werde ich mir das gleich mal angucken. Warum steht hier jetzt die ganze Zeit... Der Hinweis mitten im Bild. Ich glaube, das soll nicht so sein.
Jawohl. Oh Gott, ernsthaft? Ich mach euch fertig. Oh, verdammt. Okay. Tü-tü-lü-tü-tü. Wofür haben wir denn die Schrot, oder? Wofür haben wir denn die Schrot? Guck mal, krieg ich vielleicht sogar wieder Muni. Ah. Okay, wo führen jetzt die Kabel hin? Da brauche ich nur ein V1 reinsetzen. Upp. Lass dir schmecken. Aha. Okay. Somit haben wir die Tür dann den Durchgang auch geöffnet. Und das nochmal. Das noch mehr. So, den kann ich glaube ich direkt wieder mitnehmen, ne? Tür müsste auch sein, ja. Juhu! Es geht voran, liebe Leute. Burger auf dem Grill gemacht. Oh, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ach, nichts Besonderes. Oh, ein Sandwich kann aber auch sehr, sehr lecker sein. Also würde ich jetzt auch nein zu sagen. Ich hatte heute zum Mittag meine Chicken Teriyaki Pizza. Die war auch sehr geil. Okay, wir müssen wieder runter, ne? Wir müssen jetzt zum... Wir müssen zum Monster, oder? Verwende Körperpillen, um den Stier zu zähmen, ja. So. Achso, hier. Bierchen. Komm, Sarania. Wo bist du denn? Also wenn man dich braucht, bist du weg. Oder? Wo ist er denn? Hä? Oder läuft er, fährt er wieder draußen rum? Ich guck mal nach draußen, ob er draußen rumfährt. Sowas gibt es auch nur bei euch, oder? Hier würde es sowas nicht geben. Was, eine Chicken Teriyaki Pizza? Ist eigentlich... Naja, weiß ich nicht. Ist halt eine... Halt eine Pizza von Domino's. Ich kann da doch eben pass raus, oder? Ich war doch eben schon fast draußen, aber ich glaube nicht, dass wir hier raus sollen. Das wird hier, ich kann das Ding auch nicht nach oben machen. Ja, eben, also hätte ich jetzt auch gedacht, das ist halt von Domino's und die ist ja ein Franchise. Somit würde ich jetzt auch behaupten, dass das eigentlich jedes Domino's hätte. There's only so much I can carry. Okay, hier sind echt einige Pillen. Werf die Pille und... Die werden kommen. Ich will aber nicht, dass sie kommen. Ja. Gut, ich werf die Pille.
Ach, was muss ich damit jetzt machen? Ihn erschießen? Okay, wie gut, dass ich gerade auf dem Typ hier draufstehe. Oh ja, sehr nett. Okay. Ja, danke. Das Ding ist denn jetzt, wie muss ich den denn jetzt zähmen? Müsste ich den irgendwo hinlocken? Muss den ja garantiert irgendwo hinlocken, oder? Nur wohin? Da wird bestimmt was drin sein, ich möchte aber keine... du bist eben vor dem verschlossenen Tor gestanden. Du meinst tatsächlich, ich muss den hier vor's verschlossene Tor setzen? Ja, du meinst hier, dass er hier einmal durchkracht? Na gut, wir versuchen es mal. Wo ist er denn? Da hinten. Komm her. Ja, du hast mich schon gefunden. Oh, du bist so schnell. Du bist immer so schnell. Oh. Achso. Ah, er hat mich schon wieder verloren. Hier. Ah. Ja, ich dachte vielleicht irgendwie hier wieder zum Eingang locken oder so, aber anscheinend ja nicht. Ich muss hier anscheinend wirklich durch, ne? Ach, komm doch mal ran hier. Jetzt fährt er da längs, ne? Boah. Mann, du bist aber auch anstrengend. Ja, da siehst du. Ah, komm ran hier. Uhuhu. Er zündet dein Turbo. Komm, zünde dein Turbo. Scheiße. Nee, das war der falsche Turbo. Aber er hat's geschafft. Uhuhu. Okay. Ja, aua. Und nochmal hier. Oh. Boah, dein Gas ist echt widerlich. Junge. Okay, jetzt ist es echt gefährlich hier gerade. Und hier ist Wasser. Oh, nein. Oh. Ich laufe einfach mal weiter. Oh, oh. Scheiße. Eindeutig zu viele.
Okay. Sag ich ja, gibt es in Dortmund. In Dortmund gibt es kein Domino's? Ernsthaft? Ja. Ja, komm ran hier. Throwing Flashbang. Ah, nein. Shit. Um Gottes Willen. Ich sehe nichts. Ah. Ich habe keine Muni mehr. Okay, danke, Sascha. Ja, komm ran hier. Was machst du denn da hinten? Er fährt hier völlig falsch, ne? Das ist... Hier geht's sogar... Was ist hier denn hin? So, hier geht's, glaube ich, wieder zurück. Ja, komm, jetzt hier. Ja. Oh, ist das eine Sackgasse? Nee. Oh. Ich verstecke diese Notiz hier für den Fall, dass ich die Geschichte, mich selbst erzählen kann. Die Menschen müssen erfahren, was hier passiert ist. Max Nager, der Fahrer, der mich hier reingeschmuggelt hat, hatte ein paar Schrauben locker, aber das Herz am rechten Fleck. Er hat ständig davon geredet, sich Maddie gegenüber anständig zu verhalten. Wer auch immer das sein mag. Nachdem er mich hier abgesetzt hatte, ist er mit dem Wagen geradewegs in die Fabrik gedonnert. Ich habe noch nie einen so wutentbrannten Mann erlebt. Wie könnt ihr es wagen? Konnte ich ihn noch von hier aus schreien hören? Gib mir meinen Job zurück! Erst folgte großer Aufruhr, dann plötzlich Stille. Max sollte mich auch wieder mit zurück in die Stadt nehmen, aber er ist nicht mehr aufgetaucht. Ja, der gute Max ist leider zum Stier geworden. Ah, die nächste Tempopille. Davon haben wir genug. Warte, ich nehme mal ein paar Pillen. 2 Stück. Dann haben wir auch mal wieder ein bisschen HP. Oh shit, ich habe noch eine genommen. Laden wir auch noch mal nach. Danke. Okay, aber hier scheint es dann ja nicht weiterzugehen. So, wo bist du? Ich hab hier noch ein Türchen, was du auframmen kannst. Oh, vorne ist wieder... Wo ist er denn jetzt? Ah, da. Türchen. Komm her. Kommst du nicht voran oder doch? Jawoll. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh. Okay, ich gehe lieber... So, boah. Junge, 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 Junge. Ui, ui, ui. Ich gehe mal hier rein.
Achso, da kommt er nicht durch. Okay. Okay, die Tür geht auf. Aua! Ah, das. Ja, war klar. Ich wusste es. Ich hatte es im Blut. All this for what? You're very much alike, you and Max. Your priorities are all jumbled up. All you had to do was stay away. This whole situation is draining. Well, you wave the red flag, El Matador. You deal with this bull. Ja. Ah, den werde ich schon klein bekommen. Wir uns mal voll. So. Ach du meine Güte. Meine Steinbruch von Meyer Pharma verkauft. Kolumne von Janice Rex. Am Dienstag schloss der Meine Steinbruch zum letzten Mal seine Tore. Meyer Pharmaceuticals, amerikanischer Marktriese auf dem Sektor der Medizin und Wissenschaft, hat Berichten zufolge das gesamte Steinbruchgelände sowie weiteres Umland aufgekauft. Der geplante Umbau der alten Fabrik in ein schickes neues Verteilungszentrum beginnt in 2 Monaten. Wir sind schon sehr aufgeregt, so Mr. Stephen Hill von Meyer. Milton Haven liegt uns sehr am Herzen und wir sind stolz, unseren Teil beizutragen, indem wir Arbeitsplätze für die Menschen dieser wunderbaren Stadt schaffen. Wir können es kaum erwarten, Teil der Familie zu werden. Der historische Steinbruch, der jahrzehntelang im Besitz der Mines Corporation war und von ihr betrieben wurde, diente hauptsächlich dem Abbau von Silber und Blei und bildete die Einkommensgrundlage für viele Bewohner Milton Havens. Doch aufgrund des immer geringeren Ertrages im Laufe der vergangenen 10 Jahre war der Meine Steinbruch gezwungen, seinen Betrieb zu optimieren und einen Großteil der Belegschaft aus dem Steinbruch selbst, der Verarbeitungsanlage sowie den abgrenzenden Kraftwerk zu entlassen. Meyer hat eingegriffen und Meines gerettet, erzählt Bob. Einer der wenigen Angestellten, der zum Zeitpunkt des Aufkaufs noch auf dem Gelände des Steinbruchs arbeitete: Ich habe nichts dagegen, solange wir uns nicht ins Steinzeitalter zurückbomben, wird es immer Bedarf an Wachleuten geben. Na gut. Wozu ist der Knopf? Ich mag Knöpfe drücken. Achso. Okay, irgendwas pumpe ich hier gerade rein. Okay, also das Pumpwerk läuft. Ganz ehrlich, weißt du was? Nimm dies. Eat my shorts. Eat my shorts. Oh, was haben wir hier denn? Central Intelligence Bureau, Vereinigte Staaten von Amerika. Mr. Hill, ich muss wohl nicht näher auf den gestrigen Zwischenfall mit eingehen. Was geschehen ist, ist geschehen. Die Show muss weitergehen und wir alle haben unsere Rollen zu spielen. Unterzeichnet. Okay. Der sieht mich gar nicht. Aber... Oh nein, nein. Ah, shit. Throw a flashbang. Oh Gottes Willen. Ah, ich kann hier noch weiterlaufen, okay. Wenn ich laufen könnte. Okay, geht's wieder? Ja, vorbei. Wie, das war's? Nein, gibt's hier nichts zu finden? Ohohoho, meine Güte!
brauche eigentlich wieder mehr Pillen. Okay, hier komme ich nicht weiter. Da komme ich nicht rauf. Kann ich Steine nicht rauflaufen? Oh Mann, ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Wie komme ich denn jetzt? Ist da unten irgendwie ein Tunnel? Okay, da komme ich auf jeden Fall nicht rauf. Ich gehe mal nach unten. Der Sumpf, der kleine See hier, der hört sich nicht gesund an. Das blubbert ganz schön rum da. Oh. Oh, das rote Vieh hat wieder... Der hat rote Augen. Kann der übers Wasser fahren? Nee, oder? Ah, guck an. Oh. Ah, das wird immer weiter abgepumpt. Okay. Es wird immer weiter abgepumpt. Aber ich glaube, ich habe hier noch nicht alles frei, oder? Ich geh mal runter. Da vorne sehe ich wieder so einen roten Raum. Ah, da vorne geht's runter. Gott. Denn hier wieder alles zum Einsammeln. Das ist schlimm. Aua. 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 Nein. Don't try this at home. Muss ich den... I'm not your enemy, Max. Ich weiß jetzt natürlich nicht. You're misdirecting your rage. Ah, jetzt. His armor's breaking, exposing him. Oh. Okay. I don't care about your business. I care about your life. His skull is thrown flashback. He's weak. Get down, sniper! Oh, was ist das denn jetzt? Jetzt sehe ich ja gar nicht mehr. Oh, oh Gott. Ja, natürlich. Wir fällt hier jetzt ab. Okay. Leute, was macht ihr hier mit mir? Wut. I have to calm him down somehow. He seems receptive to these lure pills. He seems receptive to this, was?
If I can throw these lure pills into the exposed parts, I can calm the man inside the machine. Ah, okay. Ja. Danke. Ich hätte jetzt eigentlich drauf geschossen, aber... So, komm mal her, ja. Parts of them are exposed. These pills seem to work. The pills calm him down. It's working. Wie viele Pillen braucht er denn? Okay, ich habe keine Pillen mehr. Ja, ich habe keine Pillen mehr. Was soll ich denn machen? Ja, wie denn? So. Oh, lol. Death won't be in vain. Thank you for leading me here. Okay, da ist die Tür, aber ich würde mich hier gerne noch einmal kurz umschauen, noch mal ein paar Pillen sammeln. Later, maybe. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Das Level ist auch durch. Meine Güte, das war wieder ein sehr langes Level, ne? War echt nicht ohne. Maybe later. Okay, ich glaube, das sollte reichen. Ja, 5 Pillen. Sollte reichen. Oh, Leute. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. So, dann können wir uns jetzt in Ruhe deine restlichen Kassetten anhören. No, there wasn't any violence in my upbringing. There was discipline and yeah, sometimes it hurt, but get that dumbass cat out of here. I'm gonna toss it out the window. Damn thing makes my nose itch. Tanya, out. Let's not threaten the cat. I'll keep her outside. I didn't mean that. I'm sorry. I just... Look, I'm willing to admit that I get angry sometimes, but there's a lot of stuff that's pissing me off, Doc. Like what? Like what? Ja, da gab es einige Sachen, die einen hätten aufregen können. Also, wäre er auch nicht alleine gewesen, was so die Aufregung angeht bei den Sachen. Scheidung, dann noch gefeuert, plus dann noch den Sorgerechtsstreit mit seiner Frau, mit der er sich scheiden lassen. Can't even recall it fully, and it was only 2 nights ago.
Okay. Und ja, ich trinke aus der Schüssel. Aber das kennt ihr ja von mir. Boah, die Kassette kommt echt immer näher. Oh, oh. Das war fast zu viel gewollt. That must be very frustrating. How often would you say you feel... God damn it! You know what? How am I supposed to show the court I've got my life together if I ain't got no job for no real reason? I've a good mind to go back to the quarry and have a nice long chat with those Meyer folk. I'll take that army hippie guy with me. He said he'll give me 200 bucks if I can get him into the quarry. Okay. Da wird ja jetzt ein Schuh draus. Sollte eigentlich auch nicht so sein. Nein. Oh. Das war knapp. Perhaps we should discuss your approach in a calm... No. In fact, if they don't hire me back right away, there'll be hell to pay. I'm going. You're required to stay for the full session, Mr. Nygaard. Oh yeah? Try and stop me. Ah. Der hatte nicht wirklich Bock auf uns. Und am Ende haben wir ja gesehen, dass er seinen eigenen Weg gegangen ist. Okay, haben wir hier noch ein Tape oder war es das? Ich glaube, das war's, ne? Dann am Ende haben wir gesehen, dass er seinen eigenen Weg gegangen ist. Dann müssen wir ja jetzt in sein Apartment wieder. Damit wir seine Schallplatte bekommen. Weil die Schallplatte war ja super cool das letzte Mal. Das war ja der Oberhammer. Bin ich mal gespannt, was wir uns diesmal anhören dürfen. Und drei Bücher. Hey Kitty Cat. I don't understand. How could Meyer do something like this? Because they think they could get away with it. Listen, someone called here while you were out. It sounded urgent. You should check your messages ASAP. Gotcha. Okay. Würde dich gerne streicheln. Nein. Okay, dann hören wir mal den. Dr. Wales, you there? Listen, the meeting went bad. They took her, man. I barely escaped. I don't know what they're gonna do. They're after me, and they might be coming after you too, just for seeing me. I'm sorry. Please contact me so we can figure this out. And don't drink from the tap. Okay, kein Leitungswasser trinken. Lucas Cole, one of your patients? Oh. Yes. Though he didn't show for his last appointment. You should call him back. Unsere letzte Tür, huh? Phones haven't really been working in my favor. Guess we have to do this the hard way. Lucas had a cabin in the forest, didn't he? You should try and see if you can access it from the building. Maybe there's something there that'll help us make contact with him. Or a tape. While you're at it, you should check out what's happening downstairs. This place is falling apart. Oh nein, soll ich jetzt wirklich? Next time I'm heading you. Oh ja, oh. gerne. I feel like you've already pet me about 100 times. If I were to start charging you for pets, I'd be a millionaire. ja, alles klar. This isn't a petting zoo. Doch, doch, doch. Okay, thank you. Sehen wir, ob ich die streichen kann. Ah, okay, nicht mehr. Ah, alles klar. Ah.
Okay, ich würde aber zuerst sagen, dass wir... Those pills weren't meant for you. Are you trying to go into a mind screw inside a mind screw? Ja, ich möchte die eigentlich auch gar nicht mehr nehmen, aber wir werden jetzt mal... Wir werden jetzt erstmal... Boah! Das Wasser ist richtig hoch. Wir werden jetzt erstmal ins Apartment von dem... Von dem Max zurückkehren, damit wir dort... Damit wir dort unsere Schallplatte erhalten. Was? Ich glaube gerade jemand wieder geklopft. Ne, ich möchte... Komme ich überhaupt noch in den Keller? Pass mal auf, ich fahre jetzt in den Keller und ertrinke. Nein, ich will mich nicht umdrehen. Oops, this one's on me. The elevator was supposed to drop all the way down and explode. Ach so. Since you're stuck there, starving to death, how about you take this opportunity to reflect on what a major pain in the ass you've been? Aha. Danke. War hier nicht irgendwo ein Schacht oder so? Ich hätte doch hier bestimmt irgendwo... Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Warte. Did you call elevator service? A grown man being bailed out by a cat. Oh, danke, Katze. Ah, da kann er auf einmal hochspringen. So this is what happens when I'm not around. Ja, ich danke dir. Ich danke dir. Du bist die Beste. As if all this wasn't enough, you gotta get stuck in the vents. Yippee-ki-yay. Ich mag die Katze. Have you stopped to wonder what the tapes really mean to you? They're not just recordings of your patients, that's for sure. Ja. You've listened to their stories and troubles, but what of your own? Who decides the story of Desmond Wales? It's not too late, you know, to make a change. Your story is not set in stone. Okay. I could really go for a cheeseburger right about now. Oh ja, Cheeseburger, da musst du, liebes Kätzchen, da musst du nach Berlin zum Music Man. Oh, oh Gott. Desmond, behave. Here's my gas mask. Ah, sheesh. Ja. Leute, behave. Die Katze hat's gerade gesagt. Oh Gott, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Tschüss. Wo bin ich denn jetzt? Ah, hier. Ah, hier bin ich. Okay. Alles klar. Tür 1, Tür 2, Tür 3 war da hinten. Sind sogar tatsächlich jetzt das dritte Licht an, wie ich gestern, vorgestern vermutet hatte, dass die Lichter an der Lampe dort auch die Tapes widerspiegeln. So, wir werden jetzt aber erstmal in... Oh. Ach, danke. Er bedroht mich aber die ganze Zeit nur, ne? Er sagt mir hier, er kann mich auf sämtliche Arten und Weisen killen. Und das ja schon das ganze Spiel über, von Anfang an. Aber er macht es nicht. Und anscheinend sind die Men in Black auch hinter Lucas her. Mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas einsammeln könnten. Ob wir eventuell gebrauchen könnten, aber es ist alles Essen, das wir nicht brauchen. Hier ist zu. Hier gab es glaube ich auch nichts mehr, ne?
Schreiben, Batterie, sehr schön. Schreiben. Okay. What a beast. What a beast. Muss ich da eine Pille reinschmeißen? Wahrscheinlich, oder? Too much for one man. Ich schmeiß da mal eine Pille rein. What a beast. Ah, manchmal geht's so leicht. Natürlich. Oh, das sollte das Kinderzimmer sein. Und hier ist die Schallplatte. Oh Gott. Hör auf damit. Jedes Mal aufs Neue. Okay, was haben wir hier für Scheiben? Liebes Tagebuch, ich bin's, Maddie. Heute war ein ziemlich guter Tag. Es war ein ziemlich guter Tag. All meine Freunde haben Happy Birthday für mich gesungen und Charlotte O'Brien meinte, mit 10 Jahren würden wir anfangen, Jungs gut zu finden. Aber ich habe dazu nur I gesagt. Was sonst? Als ich heimkam, war Mama am Weinen. Sie meinte, sie fühlte sich nicht gut. Aber als sie später mit Tante Marie telefoniert hat, habe ich gehört, dass sie gesagt hat, dass Dad einen Stuhl durchs Zimmer getreten und zerbrochen hat. Und das hätte ihr Angst gemacht. Sie hat auch davon geredet, dorthin ziehen zu wollen. Aber ich weiß nicht, was sie vorhat. Ich wünsche mir zum Geburtstag, dass Dad einen neuen Job findet. Ich glaube, Fahren macht ihn nicht glücklich. Er wäre bestimmt viel glücklicher, wenn er einen Job in einer dieser Autoreparatursendungen finden würde, die er sich immer im Fernsehen ansieht. Oh Mann. So, Schallplatte Max. Max, was verrät Ihnen das, wovon ich träume und sowas? Desmond? Nicht genau, es gibt mir eher Hinweise auf Ihre Denkweise. Na gut, sag mal los. Was könnte das sein? Erstes Bild. Ach, wieder Rorschach-Test, ne? Max, nichts. Nein, wirklich, ich sehe nichts, das einen Sinn ergibt. Ich sehe einen Alien-Kopf, wenn ich ehrlich bin. Was erkennt ihr denn da draus aus dem Rorschach-Test? Ich erkenne da irgendwie einen Alien, der irgendwo, weiß nicht, angeseilt ist oder so. Aber oben der Kopf sieht, finde ich, aus wie ein Alien. Na gut. Versuchen Sie es. Ein Baby. Ein weinendes Baby. Das nächste. Zweites Bild. Ein Tier. Irgendeine Bestie. In Ordnung. Drittes Bild. Ein Stier. Das ist es. Ein großer Stier, der hinter dir her ist. Ende der Mitschrift. Ja, das war genau der Stier, den wir ja gesehen hatten. Alien Jesus. Ja, ich sehe einen Büffel. Zack, und du stehst in Norman Bates Kinderzimmer. Ja. Allerdings ist jetzt, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Kann ich hier jetzt einfach wieder rausfahren? Ah, okay. Na gut. Wir haben die Schallplatte. Und dann geht's jetzt wieder in unser Büro. Und dort werden wir uns die Schallplatte anhören. So, ich laufe einfach durch. Ich will hier gar nicht großen Heckmeck machen. Tschüss. Dass das Fahrstuhl auch wieder funktioniert, ne? Ja, das ist Independence Day Alien. Ja, für mich sah das auch eindeutig wie ein Alien aus. Wartebereich. Wir haben auch wieder echt gut Munition. Das freut mich. Können wir hier oben eigentlich jetzt mittlerweile was machen auf dem Dachboden? Oder ist das... Nee, können wir immer noch nicht. Dazu brauchen wir anscheinend... Da brauchen wir immer noch was anderes. Sup? Ja, what's up? Hallo. So. Okay, ich glaube, bevor wir uns die Schallplatte anhören, werde ich noch mal kurz auf Toilette und Balkonien gehen und dann werden wir uns mal schön die Schallplatte hier anhören. Bis gleich, ihr Lieben. Geht schnell.
Ah, okay, wie ein Torpedo durchgezogen, das Ding. So, ich hab mir auch noch einen kleinen Snack geholt jetzt für das Lied. Ich denke mal, das Lied geht ja auch wieder so 2 Minuten. Okay, seid ihr bereit für den Song? Wenn der tatsächlich wieder so geil wird wie die anderen beiden. It's my record player. Mal gucken. Okay, der Anfang ist schon sehr geil. Boah, geil. Stimme. Ein Solo. Boah, der Hammer. Is it me or is darkness fast approaching? It's getting crowded and it's hard to catch a breath. Wow. Smiling, relaxing, as if I... Was? Okay. Ja, die hat's auch gefallen, ne? Verdammt, das war wieder ein geiles Lied. Careful out there. Der Oberhammer. Okay. Also lohnt sich tatsächlich, die Schallplatten einzusammeln. So, ich versuche jetzt nochmal in den Keller zu fahren. Einfach mal, um zu gucken, ob das überhaupt geht. Oder ob wir jetzt einfach direkt sterben.